Ist die Erde schon immer so gewesen, wie wir sie heute kennen? Diese existenzielle Frage ist eine Antwort auf das Bedürfnis, unseren Ursprung und unsere Zugehörigkeit zu kennen und diese Welt, die uns umgibt, zu verstehen. Der Mensch hasst die Unwissenheit. Deshalb hat er schon sehr früh begonnen, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, um den einzigen bekannten Planeten zu verstehen, der Leben beherbergt. Die Geschichte der Erde beginnt vor 4,6 Milliarden Jahren. Damals war alles anders, als wir es heute kennen. Sie ist fremd und feindlich. Und doch wird sie so herzlich willkommen sein, dass sich der Mensch dort eines Tages dauerhaft niederlassen kann. Wie hat sich die Welt um uns herum gebildet? Wie ist es dem Menschen, einem Organismus unter vielen anderen, gelungen, seine Umwelt zu beherrschen und an seine Bedürfnisse anzupassen? Lieber Reisender, herzlich willkommen! In 4 Videos nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Geschichte der Erde, von ihrer Geburt bis zum Herzen unseres Planeten, vom Beginn ihrer Entstehung bis zu ihrer Entwicklung. Dies ist das 4. und letzte Kapitel. Zuvor haben wir das Abenteuer der Erde von ihrer Entstehung bis vor 250 Millionen Jahren nachgezeichnet. Heute schließen wir unsere Reise ab. Jeder Planet hat eine Geschichte. Dies ist die Geschichte der Erde. Aber bevor Sie zu einem neuen Abenteuer aufbrechen, denken Sie daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, um nichts zu verpassen. Vielen Dank und eine gute Reise! Kurz nach dem schrecklichen Massenaussterben, das die Erde erlitt, brach die riesige Kontinentalplatte, die sie bedeckt, Pangäa, auseinander. Der Pandalassa-Ozean sinkt seit einigen 10 Millionen Jahren in den westlichen Teil von Pangäa ein. Diese ozeanische Öffnung weitet sich, dringt nach Westen vor und es bildet sich ein neuer Ozean, der Tethys-Ozean. Pangäa wird in 2 Kontinentalblöcke geteilt. Im Norden Laurasia und im Süden Gondwana. Die Entwicklung des Tethys-Ozeans hat Auswirkungen auf das Klima, die Ökologie und die Geographie der Erde. Das vorwiegend kontinentale Klima wird ozeanisch. Der Anstieg des Meeresspiegels wird durch die Aktivierung neuer ozeanischer Wellen verursacht. Die biologische Vielfalt gedeiht dank der Überflutung der neuen kontinentalen Flächen. Getrennte Gebiete schränken jedoch den Austausch zwischen den Individuen ein. Irgendwann werden einige Populationen völlig isoliert sein und sich zu vollständigen Arten entwickeln, die sich auf jedem Kontinent weiterentwickeln und diversifizieren. Im Moment ist der Planet in Bezug auf die biologische Vielfalt leer. Das große Aussterben im Perm hat nur wenige Überlebende hinterlassen. Angesichts der riesigen Weiten, die es zu erobern gilt, haben sie die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und zu diversifizieren. Dies ist der Beginn eines neuen Abenteuers in der Geschichte der Erde. Der Tethys-Ozean, seine Hitze und seine schwindelerregenden Tiefen sind ein Geschenk des Himmels für die Meeresfauna. Es ist heiß auf der Erde. Der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre ist niedrig, der CO2-Gehalt ist hoch und die Atmosphäre auf dem Planeten ist wie ein riesiges Treibhaus. Die Flora litt unter der Katastrophe der sibirischen Fallen, aber für sie war es viel weniger brutal als für die Tierwelt. Auch wenn weite Gebiete verwüstet wurden, ziert in nur wenigen tausend Jahren wieder eine blühende Vegetation die Kontinentaloberfläche. Die Tiere, die überlebten, eroberten diese neue Umgebung und ließen sich dort nieder. Die Zeit vergeht, sie passen sich an, entwickeln sich weiter und es entstehen neue Arten, die neue Zweige bilden.
Das ist Evolution. Insekten hingegen entwickeln sich weiter und verbessern sich im Laufe der Jahre. Sie sind überall und bereits zu Millionen vorhanden. Schmetterlinge mit Kiefer, Pollenzertrümmerer, Fliegen, die unseren heutigen Fliegen bereits sehr ähnlich sind, oder die ersten Zikaden und die ersten Wanzen teilen sich die Luft. Vor 250 Millionen Jahren wurden die Meere von einer Vielzahl neuer Bewohner bevölkert. Unter ihnen gediehen die Weichtiere, darunter Belemniten und Ammoniten. Letztere sind in größerer Zahl vorhanden. Ammoniten gedeihen und vermehren sich in Gewässern, die 250 Millionen Jahre alt sind. Sie sind mit der Klasse der Kopffüßer verwandt, was wörtlich übersetzt Füße im Kopf bedeutet. Ihre Füße sind eine Art Tentakel, die ihren Kopf umgeben. Es wurden mehrere Arten von Ammoniten identifiziert. Sie leben aufgerollt in einer spiralförmigen Schale, die in Kammern unterteilt ist. Die meisten von ihnen sind mit Gas oder Wasser gefüllt, um den Auftrieb des Tieres zu gewährleisten. Um auf den Meeresgrund hinabzusteigen, füllen die Ammoniten ihre Kammern mit Wasser. Um an die Oberfläche zu gelangen, füllen sie sie mit Gas. Das Tier bewohnt das letzte Fach. Im Laufe ihres Lebens wachsen Ammoniten und bauen neue Behausungen. Diese Weichtiere bevölkern alle Meere der Welt, eher in den offenen Gewässern als auf dem Meeresboden. Sie weisen eine große Vielfalt an Größen auf. Auch wenn die meisten von ihnen nur wenige Zentimeter groß sind, können einige einen Durchmesser von bis zu 2 Metern erreichen, was der Größe eines Traktorrads entspricht. Sie sind gute Schwimmer. Neben den Ammoniten haben die Belemniten eine ganz andere, eher längliche Form, die an einen Speer erinnert. Ihr Kopf ist mit einem Schnabel und 2 hervorstehenden Augen versehen. Ihre 10 Tentakel haben Haken und Saugnäpfe, mit denen sie ihre Beute fangen können. Einige Arten haben eine Tintentasche, aus der sie Tinte ablassen, um ihre Flucht vor Fressfeinden zu verbergen. 15 Millionen Jahre später übernahmen kleine Gruppen von Archosaurier-Reptilien die ökologischen Nischen, die nach dem letzten Massenaussterben frei geworden waren. In den Meeren sind Hypodonten in großer Zahl zu finden. Diese Fische waren zunächst klein, zwischen 20 und 30 Zentimetern, und ernährten sich von winzigen Beutetieren. Einige Millionen Jahre später wuchsen sie auf eine Größe von bis zu 3 Metern Länge an. Dank ihrer großen Anpassungsfähigkeit an das Salzwasser diversifizierten sie sich. Sie entwickeln Zähne, mit denen sie reißen und zerquetschen können. Die Klasse der Chondrichthyänen, entfernte Cousins der heutigen Haie, stehen an der Spitze der Nahrungskette. Doch vor ihnen versuchen neue Meeresbewohner, sich einen Platz unter Wasser zu erobern. Die Reptilien. Einige Familien sind eher wie abgebrochene evolutionäre Versuche, wie die Placodonten. Diese Meeresreptilien ernähren sich von harter Beute, Muscheln oder Krustentieren. Zu Beginn ihres Erscheinens ähneln sie Leguanen, nur größer, denn sie erreichen eine Länge von 1 bis 2 Metern. Um ihren Körper zu schützen, entwickeln Placodonten knöcherne Platten auf ihrem Rücken, die einem Panzer ähneln. Am Ende ihrer Entwicklung sahen sie eher wie unsere heutigen Meeresschildkröten aus. Ihre Größe ermöglicht es ihnen, die ersten Raubtiere abzuwehren, aber im Laufe der Jahre tauchten neue Reptilien auf, die größer und grausamer waren, was zum Aussterben der Placodonten führte. Andere Reptilien hingegen hatten eine lange und grandiose Herrschaft, wie zum Beispiel die Ichthyosaurier. Diese Tiere bewohnten die Meere des blauen Planeten. Die ältesten Ichthyosaurier ähneln Eidechsen mit Flossen, die jüngsten ähneln Thunfischen, aber ihre Merkmale bleiben einzigartig.
Ihre Beinknochen haben sich zu Schwimmflügeln entwickelt und erinnern an einen Maiskolben. Ihre Wirbel ähneln einem Eishockey-Puck und ihre Augen sind von einem Sklera-Ring genannten Knochen umgeben. Wenn Ichthyosaurier tauchen und schwimmen, übt das Wasser einen Druck aus, der empfindliche Teile wie die Augen verformen kann. Der Sklera-Ring stärkt das Auge und verleiht den Tieren ein für ihre Größe hochentwickeltes Sehvermögen. Ichthyosaurier werden zwischen 70 cm und 20 Metern lang. Sie ernähren sich mit Vorliebe von Belemniten, Fischen und anderen Meeresorganismen. Wie alle Lebewesen müssen sie atmen. Obwohl ihr Sauerstoffverbrauch gering ist, haben sie Lungen und müssen regelmäßig an die Wasseroberfläche kommen, um zu atmen. Ichthyosaurier sind lebendgebärend. Ihre Eier werden nicht gelegt, sondern im Genitaltrakt des Weibchens ausgebrütet, bis sie schlüpfen und ihre Jungen im offenen Meer freilassen. Diese haben dann die Fähigkeit erworben, ihre Temperatur zu regulieren. Ichthyosaurier bewegen sich durch eine besondere Schwimmweise fort. Sie wackeln mit dem ganzen Körper wie Eidechsen und können so leicht beschleunigen, um zu jagen oder zu fliehen. Ihre jüngeren Vertreter, die eher Thunfischen ähneln, bewegen sich nur mit dem hinteren Teil ihres Körpers. Diese Entwicklung ihrer Schwimmweise hat zu einer bedeutenden Veränderung ihres Lebensraums geführt. Waren sie anfangs auf dem Kontinentalschelf beschränkt, so durchqueren sie jetzt die großen Gewässer der Ozeane. Darüber hinaus handelt es sich um eine allgemeine Entwicklung. Die Zersplitterung der Pangäa führt zu einer Zerstreuung der Meeresfauna, die das hohe Meer besiedelt. Auf der Erde sind die überlebenden Familien des letzten Aussterbens am weitesten verbreitet. An der Spitze der Nahrungskette dominieren die archosauromorphen Reptilien. Aus den basaleren Reptilien entstehen die Archosaurier, aus denen wiederum die Pterosaurier hervorgehen. Pterosaurier sind insektenfressende Flugreptilien, von denen es 150 Arten gibt. Nachdem sie lange Zeit nur von Insekten bevölkert war, sind nun Wirbeltiere in der Luft herzlich willkommen. Der Quetzalcoatlus ist eines der größten Exemplare, das eine Flügelspannweite von 12 Metern erreichen kann, was der Größe eines kleinen Passagierflugzeugs entspricht. Er hat einen langgestreckten Kopf und einen langen Hals und sein Schwanz ist fast nicht mehr vorhanden. Der Flügel des Pterosauriers wird von einer Hautmembran gebildet, die mit dem hinteren Glied verbunden ist und vom vierten Finger gestützt wird, der sehr lang ist. Um bei ihren zahlreichen Flügen leicht zu bleiben, haben die Pterosaurier hohle Knochen. Diese Tiere fliegen auf der Suche nach Nahrung über Ginkgo- und Farnwälder. Da sie kein hochentwickeltes Geruchszentrum haben, nutzen sie ihr Sehvermögen, um Insekten, Fische und Vögel aufzuspüren. Obwohl sie sich in der Luft wohlfühlen, halten sich Pterosaurier auch häufig in Gewässern auf und bewegen sich an Land. Sie haben Schwimmhäute an den Füßen und bewegen sich mit einem Vierfüßlerstand. An Land brachte die Archosaurier-Linie mit dem Protosuchus die ersten Krokodilwürmer hervor. Dieses Tier sieht den Krokodilen sehr ähnlich und hat ein großes, mit kräftigen Zähnen besetztes Maul und einen langen Schwanz. Aus der Abstammungslinie der Archosaurier gingen wenig später die ersten Dinosaurier hervor. Diese sind noch weit entfernt von den riesigen Raubtieren, die wir uns vorstellen, wenn wir an Dinosaurier denken. Der Eoraptor ist einer der ersten bekannten Dinosaurier, die auf der Erde erschienen sind. Aus ihm gingen später die langhalsigen Sauropoden hervor. Er ist etwa 1 Meter lang und 40 cm hoch, was der Größe eines großen Hundes entspricht. Er wurde Jäger der Morgenröte genannt. Er ist das schnellste Tier seiner Zeit.
Er ist Allesfresser und ernährt sich von anderen Reptilien, Insekten, aber auch von allen möglichen anderen Nahrungsmitteln, die ihn mit Proteinen und Vitaminen versorgen. Der Coelophysis ist etwas größer als der Eoraptor. Er kann bis zu 3 Meter lang und 55 cm hoch werden. Sein großer Schwanz nimmt die Hälfte seines Körpers ein. Dank seines schmalen Mauls kann er kleine Beutetiere schnell fangen. Wenn er im Rudel jagt, wie unsere modernen Wölfe, greift er größere Beutetiere an. Diese verschiedenen Arten teilten sich das Land mit den ersten pflanzenfressenden Dinosauriern, die größer und zahlreicher waren. Unter ihnen ist der Plattfisch ein Tier, das bis zu 10 Meter lang und bis zu 4 Tonnen schwer werden kann. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Pflanzen. Dank seiner sehr scharfen und robusten Zähne zerkleinert er die Pflanzen, die er direkt vom Baum holt. Sein langer Hals, der aus 10 Wirbelelementen besteht, verleiht ihm Kraft und Stärke, um sich zu verteidigen, und ermöglicht es ihm, Pflanzen sogar aus den Baumwipfeln zu ziehen. Neben den ersten Dinosauriern sind die Säugetierreptilien vor allem durch die Ordnung der Therapsiden vertreten. Aber ihre Population nimmt aufgrund des Auftretens neuer Zweige in dieser Periode tendenziell ab. Das hindert den Lystrosaurus und den riesigen Lisuvicia jedoch nicht daran, die Wildnis zu durchstreifen. Der Lystrosaurus ist eine Mischung aus Säugetier und Reptil. Er ist 1 Meter lang und 1,5 Meter hoch. Seine Reißzähne ragen aus dem Oberkiefer heraus und verleihen ihm ein furchterregendes Aussehen. Sein Schnabel ähnelt dem einer Schildkröte und ist ideal, um Pflanzen zu zerkauen und seine Bedürfnisse als großer Pflanzenfresser zu befriedigen. Manchmal kreuzt er den Weg der Lisuvicia, eines riesigen Tieres, das die Größe unserer heutigen Elefanten erreicht. Dieser Pflanzenfresser nutzt seinen langen Schnabel, um Pflanzen zu fangen und zu zerkleinern. Der Lisuvicia ist die Beute der fleischfressenden Archosaurier und wird von diesen regelmäßig gejagt. Die ersten Säugetierformen traten einige Millionen Jahre später auf. Sie sind der Vermittler zwischen den Cynodonten und den Säugetieren. Unter dem Erscheinungsbild unserer modernen Spitzmäuse geht der Megazostrodon nachts auf Insekten- und Eidechsenjagd. Er ist die Beute der ersten Dinosaurier und muss daher vorsichtig sein. Dank seiner geringen Größe von etwa 10 cm kann er leicht Schutz suchen. Adelobasileus ist der älteste Vorfahre der bekannten Ursäugetiere. Er hat in seinem Ohr eine Cochlea, deren Lage derjenigen der modernen Säugetiere nahe kommt. Er ist das Bindeglied zwischen den Therapsiden und den Säugetieren, die bald erscheinen werden. All diese kleinen Tiere leben neben den gewaltigen, fleischfressenden Raubtieren. Aus diesem Grund haben sich die meisten von ihnen an das Leben in der Nacht angepasst. In ihrem Schädel ist ihre Hirnrinde weiterentwickelt als die der damaligen Reptilien und sie haben einen Neokortex, der die kognitiven Funktionen gewährleistet. Diese Eigenschaften erfordern einen höheren Energieverbrauch. Sie müssen sich von energiereicher Nahrung wie Kräutern, Früchten und Insekten ernähren. Es dominieren zwei große Gruppen von Dinosauriern, die sich durch die Anatomie ihres Beckens unterscheiden. Sie werden als Ornithischia und Saurischia bezeichnet. Die Saurier haben ein nach vorne gerichtetes Schambein. Sie sind größtenteils Fleischfresser, aber wir finden in dieser Gruppe auch die riesigen Sauropoden, Pflanzenfresser mit langen Hälsen. Die Ornithischia haben ein nach hinten gerichtetes Schambein, was an die Becken der heutigen Vögel erinnert. Sie alle sind Pflanzenfresser. Säugetiere scheinen in dieser langen Periode, in der die Dinosaurier vorherrschten, vergessen worden zu sein. Und doch lauerten unsere entfernten Säugetiervorfahren, winzige und furchterregende Kreaturen,
im Schatten der Giganten. Diese primitiven Säugetiere haben Grund, sich zu fürchten. Die Dinosaurier haben sich diversifiziert, ausgebreitet und die anatomischen Grenzen des Lebens auf der Erde verschoben. Sie besetzen die meisten ökologischen Nischen. Und was den Säugetieren bleibt, sind kleine, dunkle Räume wie Höhlen, Kavernen, Baumhöhlen oder unterirdisches Leben. Das Überleben in solchen Umgebungen bringt Einschränkungen in Bezug auf Größe und Lebensweise mit sich. Aber auch eine Überentwicklung der Sinne. Geruchssinn, Sehvermögen und Gehör ermöglichen ihnen ein nächtliches Leben, das weniger gefährlich für Raubtiere ist, die dort weniger aktiv sind. Da die Sinnesorgane im Kopf konzentriert sind, ist das Gehirn im Vergleich zu dem von Reptilien größer. Und das ist noch nicht alles. Das Gehirn verbrennt Energie, die ständig erneuert werden muss. Und es kommt zu spezifischen Anpassungen. Säugetiere haben warmes Blut und ein Fell, das sie isoliert. Der ständige Energiebedarf erfordert eiweißreiche Nahrung wie Insekten oder andere wirbellose Tiere und Pflanzensamen. Diese Nahrung muss schnell verdaut werden, um die Energie so schnell wie möglich freizusetzen. Auf diese Weise entstehen scharfe Zähne. Dank ihrer dolchartigen, kräftigen und scharfen Zähne können Säugetiere nun Insekten fangen und töten und harte Schalen zerbrechen. Diese Zähne werden durch starke Kiefermuskeln betätigt. Die Art der Fortpflanzung entwickelt sich weiter. Während die Eier von Reptilien und Vögeln mit dem Auftreten der schützenden Schale bereits erhebliche Fortschritte gemacht haben, bleibt dieses System begrenzt, da das Ei groß genug sein muss, damit das neugeborene Tier ausreichend entwickelt ist, um sich selbst zu versorgen. Außerdem ziehen Eier und Neugeborene Raubtiere an. Säugetiere verfolgen einen anderen Ansatz. Sie behalten und ernähren den Embryo im Körper der Mutter, um ihn einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen. Obwohl diese Methode die Zahl der Nachkommen begrenzt und die Ressourcen der Mutter erschöpft, hat sie genügend Vorteile, um sich als primäre Fortpflanzungsmethode durchzusetzen. Die Kräfte, die vor einigen Millionen Jahren die Bildung von Pangea ermöglicht haben, arbeiten hart daran, es aufzubrechen. Die ersten Anzeichen der Öffnung des Atlantischen Ozeans sind zu spüren. Die Erdkruste schwimmt auf dem Erdmantel, der aus geschmolzenem Gestein besteht. Die Kontinentalplatten bewegen sich, was zu einer aktiven Magmazirkulation führt. Je mehr Pangea auseinanderbricht, desto mehr verstärkt sich die vulkanische Aktivität, bis außergewöhnliche Mengen an Lava auf die Erdoberfläche strömen. Ein neues Massenaussterben beginnt. Monströse Strahlen aus brennendem Dampf treten aus dem Inneren der Erde aus. Die mitgerissenen Trümmer steigen mehr als 1500 Meter über den Boden. Eine feurige Wolke umgibt die Fauna und Flora. Die Tiere versuchen, sich in die Höhe oder ins Wasser zu retten. Doch die Fragmentierung von Pangea hat gerade erst begonnen, und die Folgen werden sich noch verstärken. An den Rändern des künftigen Atlantiks ist die vulkanische Aktivität intensiv. Mit der Zeit wird sich eine riesige Magmaprovinz bilden, die 11 Millionen Quadratkilometer bedecken wird. Mehr als die Größe der Vereinigten Staaten. Millionen von Tieren fielen dem Vulkan zum Opfer. Der Megazostrodon nistet mit seinen Jungen in einer Höhle. Seine geringe Größe ermöglicht es ihm, Schutz zu suchen und die nachfolgende Hekatombe zu überleben. Jetzt fließt Lava aus dem Herzen der Erde. Durch die vielen Risse, die sich gebildet haben, entweichen Magmaströme. Die Risse können mehrere Dutzend Kilometer lang sein, so dass ein Meer aus Flammen auf die Erdoberfläche strömt. Alles, was sich ihm in diesem Moment in den Weg stellt, wird dezimiert. Ausgelöscht. Die Lava sprudelt noch Monate, Jahrzehnte lang. Die Eruptionen, die die Erde mit einer Lavaschicht bedecken, haben nun eine toxische Wirkung auf die Atmosphäre. Das im Magma gelöste Gas steigt an die Oberfläche,
senkt den Druck und diffundiert in die Erdatmosphäre. Der Kohlendioxidgehalt steigt stark an. Die Temperaturen steigen an. An Land und im Meer ist die Hitze unerträglich, aber das Schlimmste steht noch bevor. Der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre sinkt drastisch. Das Gesicht der Erde verändert sich. Neue Risse entstehen, das Pangea wird auseinandergerissen. Zigtausend Jahre nach dem Beginn der Eruptionen zeigt die Erde eine traurige Landschaft. Die reiche und üppige Vegetation ist nicht mehr vorhanden. Was einst existierte, ist ausgetrocknet. Die Brände halten an, der Himmel ist rot gefärbt. Die Atmosphäre ist verschmutzt, reich an Kohlendioxid und arm an Sauerstoff. Hinzu kommen Aschestürme, die die wenigen verbliebenen Überlebenden in ihrem Weg verschlingen. Vermischt mit Wasserdampf entsteht aus dieser Asche dann saurer Regen. Die wenigen Pflanzen, die noch übrig sind, werden ausgerottet. Der Regen trägt die Leichen von Flora und Fauna in die Gewässer. Der Ozean wird zu einer riesigen Mülltonne. Das Kohlendioxid löst sich im Wasser und macht es sauer. Diesmal ist das Plankton, die Basis der Nahrungskette, betroffen. Die Erde ist nicht mehr wiederzuerkennen. Es kommt zu Hungersnöten ohne Ausnahme. Bakterien vermehren sich. Pangea wird völlig umgestaltet. Die Risse erstrecken sich über Tausende von Kilometern und die Menge des ausgetretenen Magmas erreicht 2 Millionen Quadratkilometer. Erst 500.000 Jahre nach Beginn der Katastrophe hören die Eruptionen auf. Pangea war nur noch eine ferne Erinnerung und der Atlantische Ozean war geboren. Insgesamt verschwanden mehr als 75% der Arten. Der Tribut auf der Erde war tragisch, aber der Ozean erlitt noch größere Verluste. Die Korallenriffe sind fast alle verschwunden. Der Planet ist leer gefegt und doch ist die Welt, wie wir sie heute kennen, entstanden. Auf der Erdoberfläche gibt es jetzt verschiedene Kontinente. Unsere Zukunft hängt nun von den wenigen Überlebenden der Katastrophe ab. Die Luft ist atemlos und der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre war noch nie so hoch. Und doch haben es einige wenige frühe Tiere geschafft, diesen Kataklysmus zu überleben und sich an diese Umwelt anzupassen. Auf dem Land oder im Meer herrscht die Hekatombe und die Ruhe. Es bilden sich zwei Kontinentalblöcke, Laurasia und Gondwana. In dieser unglücklichen Umgebung muss sich die marine und terrestrische Fauna und Flora entwickeln. Der Vorteil ist, dass viele ökologische Nischen nun frei sind. Das Unglück der einen macht immer das Glück der anderen. War das Klima in der Mitte von Pangea noch trocken, so wird es nach der Zersplitterung heiß und feucht. Die Vegetation nutzt dieses neue, für ihre Blüte günstige Umfeld aus. Die üppigen Dschungel zögern nicht, das Gesicht der Erde zu bedecken und die Papillen der Pflanzenfresser zu beleben. Sie werden zahlreich und haben eine beachtliche Größe. Diese Pflanzenfresser werden zu guter Beute für fleischfressende Raubtiere, die ebenfalls eine unverhältnismäßige Größe erreichen. Die Herrschaft der Dinosaurier beginnt. Sie haben sich bis 66 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung auf der Erde etabliert. An Land sind noch viele Archosaurier zu finden. Sie leben Seite an Seite mit großen Dinosauriern wie dem Diplodocus und dem Brachiosaurus. Der Diplodocus ist ein Riese, der bis zu 30 Meter lang ist, was der Größe eines Basketballfeldes entspricht, mit einem gigantischen Hals, der über 6 Meter lang sein kann. Sein Kopf erscheint im Verhältnis dazu winzig und beherbergt ein Gehirn von der Größe einer Orange. Er ist von Natur aus ein Pflanzenfresser,
der mit seinen langen und feinen Zähnen, die in einer Reihe am vorderen Teil seines Kiefers angeordnet sind, die Vegetation aufnimmt. Sein Schwanz besteht aus 80 Wirbeln und ist 14 Meter lang. Seine vier säulenförmigen Gliedmaßen tragen sein beträchtliches Gewicht, aber er benutzt seinen Schwanz auch, um seinen Körper anzuheben und bis zu 15 Meter hohe Nadelholzäste aufzuheben. Der Diplodocus kreuzt regelmäßig seinen Weg mit einem Konkurrenten in Sachen Größe, dem kolossalen Brachiosaurus, einem weiteren pflanzenfressenden Riesen. Dieser hat ein ähnliches Aussehen, großer Körper, langer Hals und sehr kleiner Kopf. Er bewegt sich langsam durch die ausgedehnten Wälder aus Nadelbäumen und Ginkgos. Die Pflanzenfresser bevölkern die Erde zwar reichlich, werden aber auch zur Beute der Theropoden-Dinosaurier, die sich ebenfalls rund um den Globus ausbreiten. Fleischfressende Ungeheuer von außergewöhnlicher Größe, bedrohlich, wie die schrecklichen Allosaurier, Megalosaurier oder Ceratosaurier. Der Allosaurus heißt wörtlich übersetzt seltsame Eidechse wegen seiner offensichtlichen Beulen auf dem Schädel. Er ist im Vergleich zu anderen Theropoden ziemlich groß und wird bis zu 9 Metern lang. Er ist wild und ernährt sich von Fleisch von Tieren, die schwächer sind als er selbst. Seine robusten Gliedmaßen mit kräftigen Krallen sind ganz auf die Jagd ausgerichtet. Sein Schwanz ermöglicht es ihm, das Gleichgewicht gegen das hohe Gewicht seines Körpers zu halten. Aber der Theropode, der bis heute der unbestrittene Superstar unter den Dinosauriern ist, ist der Tyrannosaurus, auch bekannt als T-Rex, wörtlich der König der Tyrannenechsen. Dieses aktive Raubtier durchquert die Erdoberfläche mit Schritten bis zu 3,75 Metern. Aus seiner Höhe von 4 bis 6 Metern nutzt er seinen Geruchssinn, um seine Nahrung zu orten. Der Tyrannosaurus ist eine der gewalttätigsten und furchterregendsten Kreaturen, die je existiert haben. Allein sein länglicher Kopf erreicht eine Länge von 1,5 Metern. Seine Zähne messen von der Spitze bis zur Wurzel 30 cm. Seine sehr kurzen oberen Gliedmaßen sind mit Krallen versehen und sehr nützlich, um seine Beute zu packen und festzuhalten. Die anderen Tiere müssen sich vor diesem fleischfressenden Ungetüm nur gut benehmen. Auf der Erde tobt der Kampf. Inmitten der riesigen Dinosaurier passen sich die kleineren Arten an, um zu überleben. Einige entwickeln sich weiter und bekommen Flügel. Dieser Prozess vollzieht sich langsam. Es handelt sich um Lauftiere, die durch das Schwingen ihrer Arme, den Anfängen der mit Federn bedeckten Flügel, ausreichend beschleunigen konnten, um sich vom Boden abzuheben. Die Art, die die ersten geflügelten Dinosaurier ans Licht bringt, ist der Archaeopteryx. Dieses Tier ist mit Federn bedeckt, außer an den Beinen, am Kopf und am Hinterhaupt. Er hat einen langen Schwanz, eine Verlängerung der Wirbelsäule und Krallen an den Füßen und an den drei Fingern der Vorderbeine. Er sieht eher aus wie ein Reptil als ein Vogel, aber der Archaeopteryx ist eine Zwischenform zwischen Reptilien und Vögeln. Das Auftreten von Federn erfolgt anfangs, um eine bessere Isolierung zu gewährleisten. Dann verlängern sich die Federn und sorgten zusätzlich für eine Fortbewegungsfunktion. Aber der Archaeopteryx ist noch nicht vollständig an den Flug angepasst. Seine Knochen sind sehr dicht, was ihm ein zu hohes Gewicht verleiht, um sich in der Luft zu halten. In den Meeren dieser Zeit gibt es an manchen Stellen Riffe, die eine Vielzahl von Fischarten und eine große Vielfalt an Meereslebewesen beherbergen. Rodisten, eine Gruppe von Meeresmuscheln, spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung dieser Riffe. Sie halten sich häufig in warmen, flachen Gewässern auf, filtern das Meerwasser und ernähren sich von organischen Schwebeteilchen.
Die Ruderfußkrebse leben mithilfe einer ihrer Klappen fest auf dem Meeresboden. Sie können bis zu 50 cm im Durchmesser erreichen. Einige leben allein, andere bilden regelrechte Kolonien. Wenn sie sich mit Korallen, Schwämmen und Algen zusammentun, bilden sie richtige Riffe. Laurasia und Gondwana sind die beiden vorhandenen Kontinentalblöcke. Laurasia spaltet sich in zwei Teile und bildet den künftigen Nordatlantik. 5 Millionen Jahre später öffnet sich auch der südliche Teil. Die Erde beginnt, ein vertrautes Aussehen anzunehmen. Das Klima ist recht warm, da es keine Eiskappen gibt. Der Wasserspiegel der Ozeane ist hoch und die Temperatur der Ozeane ist etwa 10 Grad höher als die unserer heutigen Meere. Meeresreptilien dominieren immer noch in großer Mehrheit. Ichthyosaurus wich einem Neuankömmling, dem furchterregenden Mosasaurus. Dieses Meerestier kann die beeindruckende Größe von 17 Metern Länge erreichen. Es lebt in der Mitte des Ozeans, mehrere Kilometer von der Küste entfernt. Er bewegt sich wellenförmig wie die heutigen Krokodile, was viel Energie erfordert. Er ernährt sich von Fischen, Vögeln, Haien, Schildkröten, aber auch von anderen Tieren aus der Gruppe der Mosasaurier. In der Luft zeigen die kleinen Pterosaurier inzwischen recht respektable Größen. Der Quetzalcoatlus hat eine Flügelspannweite von 15 Metern. An Land dominieren nach wie vor die riesigen Dinosaurier. Neue Arten tauchen auf, wie der Triceratops. Mit 3 großen Hörnern auf dem Kopf und einer knöchernen Halskrause ist er furchteinflößend und kann sich bei Angriffen anderer Dinosaurier schützen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass er sich gegen den riesigen T-Rex verteidigen muss. Mit seinen mindestens 30 Zahnreihen kann dieser Pflanzenfresser selbst die ausdauerndsten Pflanzen zerreißen und zerquetschen. Die Säugetiere sind da, klein und unauffällig im Schatten dieser Giganten der Natur. Im Tierreich haben sie im Moment keine Bedeutung. Die Blütenpflanzen, die sogenannten Angiospermen, entstanden, als das Klima feuchter und die Atmosphäre sauerstoffreicher wurde. Sie siedeln sich dort an, wo es den Nadelbäumen nicht gelungen ist, sich zu etablieren. Sie zeichnen sich durch das Vorhandensein von Samenanlagen aus, die sich in einer geschlossenen Höhle befinden. Sie besiedeln zunächst die feuchten Standorte, dann das Unterholz der Überschwemmungsgebiete und die Küstensümpfe. Kaum 30 Millionen Jahre nach ihrem Erscheinen sind sie bereits vielfältig und zahlreich und besetzen rasch alle verfügbaren ökologischen Nischen. Die Vegetationslandschaft hat sich tiefgreifend verändert und die Ökosysteme haben sich stark weiterentwickelt. Die Insekten, die es lange vor den Blütenpflanzen gab, haben sich zum Teil auf den Verzehr von Pollen, einem sehr proteinreichen Energieträger, spezialisiert. Auf der Suche nach Nahrung ziehen sie von Blüte zu Blüte und verbreiten den Pollen, der an ihren Beinen klebt, ohne es zu wissen. Es entsteht eine fruchtbare Allianz zwischen Blumen und Insekten. Pflanzenfressende Tiere entwickeln und diversifizieren sich, aber auch Körnerfresser, Frugivoren und Insektenfresser. Ein paar Dutzend Millionen Jahre später ist das terrestrische Ökosystem völlig verändert. Die verbliebenen Wälder sind mit Farben, Früchten und Beeren bedeckt. Schwärme von bestäubenden Insekten ziehen inmitten dieser Vegetation umher. Riesige, pflanzenfressende Dinosaurier ernähren sich tagsüber von all dieser Nahrung. Und kleine Eidechsen, Vögel und Säugetiere sind nachts damit beschäftigt, die Reste zu verzehren. Es ist nun mehr als 160 Millionen Jahre her, dass die riesigen und majestätischen Dinosaurier die Erde beherrschten.
Eine Welt, die sich langsam aufgebaut hat, steht kurz vor ihrer Auslöschung und damit vor der fünften und letzten großen Krise des Lebens. Kein Tier kann die Gefahr kommen sehen. Sie wird mit einer Geschwindigkeit von mehreren Kilometern pro Sekunde heimlich vom Himmel fallen. Milliarden von Tonnen von Asteroiden werden ausgestoßen. Einer von ihnen rast auf die Erde zu wie eine echte Bombe. Der Schock ist furchtbar. Der Meteorit schlägt so hart ein, dass ein 30 Kilometer tiefer Krater entsteht. Eine Energie von monumentaler Intensität wird freigesetzt, die das Gestein der Erdkruste in ein flüssiges Element verwandelt. In einem Umkreis von 60 Kilometern um den Einschlag verwandelt sich das Wasser in Wasserdampf und die Tiere werden sofort getötet. Einige Sekunden nach dem Einschlag erreicht die Schockwelle den Ozean, bevor sie sich auflöst. Alles, was sich ihr in den Weg stellt, wird buchstäblich verdampft. Die Folgen werden bald spürbar sein. Der Einschlag des Meteoriten löst ein Erdbeben von beispielloser Stärke aus. Die Tiere, die nicht in die Gletscherspalten gestürzt sind, suchen Schutz. Doch die Katastrophe nimmt kein Ende. Eine Wasserwand, so groß wie ein Gebirge, steigt auf und stürzt auf die Küste. Der Tsunami verschont niemanden. An Land und im Meer wird alles mitgerissen, weggespült und an die Küste geschleudert. Während die Erde versucht, wieder zu Atem zu kommen, fallen die Felsen, die beim Aufprall mitgeschleudert wurden, zurück. Ein Schauer aus ganzen Stücken der Erdkruste fällt für mehrere Stunden auf die Erde. Die Temperatur der Atmosphäre steigt an manchen Stellen auf mehr als 500 Grad Celsius. Alle Lebewesen sind dem Kataklysmus schutzlos ausgeliefert. Der Planet ist nicht mehr wiederzuerkennen. Milliarden von Tieren werden sterben. In den Meeren werden 76% der Arten und 15% der Familien für immer aussterben. Auf den Kontinenten werden 6% der Familien verschwinden. Obwohl die berühmteste Krise, ist das Aussterben der Kreidezeit dennoch die bescheidenste, was die Aussterberate angeht. Die biologische Vielfalt ist immer noch stark beeinträchtigt. Ammoniten, große Meeres- und Landreptilien verschwanden und das Feld war frei für die Vermehrung und das Wachstum kleiner Säugetiere. Mehrere Monate nach dem Einschlag kehrt auf der Erde die Kälte zurück. Die von den Meteoriten freigesetzte Wärme hat große Mengen an Kohlendioxid erzeugt, das die Wärme absorbiert. Die Erde wird einen langen Winter erleben, bevor sie ein stabileres Klima findet. Indien, das Teil des Gondwanalands war, wurde vor einigen Millionen Jahren langsam vom Kontinent getrennt. Die Platte bewegte sich klugerweise nach Süden, wurde aber abgelenkt und nach Norden ausgerichtet. Als die Platte den Tethys-Ozean durchquerte, überquerte sie eine Zone mit Hotspot-Vulkanismus und beschleunigte ihren Kurs. Ihre plötzliche Verschiebung führte sie nach Asien, mit dem sie heftig kollidiert. Indien sinkt mit einer Rate von 2 cm pro Jahr unter Asien ab. Infolgedessen hebt sich seine Kruste und überlagert sich wie eine Schuppe über der anderen. Indiens Kruste verdickt sich und einige Millionen Jahre später entsteht ein Gebirge, der Himalaya. Der Norden Indiens wird zusammengedrückt und verliert 1000 Kilometer an Ausdehnung. Die aus Asien herausgeschleuderten Fragmente bilden den südostasischen Block, den indonesischen Archipel und den japanischen Archipel. Das Gesicht unseres heutigen Planeten setzt sich weiterhin wie ein Puzzle zusammen. Die Erde wird ständig von Erdbeben und Vulkanismus heimgesucht.
Ein starker Vulkanausbruch, der vor etwa minus 60 Millionen Jahren begann, setzt eine große Menge CO2 frei. Die untere Atmosphäre und die Meeresgewässer erwärmen sich zunächst. Langfristig führt die Zunahme der Treibhausgase zu einer raschen und allgemeinen Erwärmung der gesamten Erdoberfläche. Das Oberflächenwasser der Ozeane steigt um 5 Grad Celsius an. Grönland, Alaska und Sibirien sind mit subtropischen Wäldern bedeckt. Diese warme und feuchte Umgebung begünstigt die Entwicklung des Lebens und fällt mit einer evolutionären Ausbreitung der Säugetiere zusammen. Die großen, ausgestorbenen Reptilien haben freie Nischen hinterlassen und die Säugetiere wollen diese Nischen nutzen. Einige Tiere entwickeln sich so weit, dass sie das Schwimmen oder Fliegen beherrschen, wie Wale, Delfine oder Fledermäuse. Primaten, Pferde und primitive Hirsche beginnen mit ihren verschiedenen Abstammungslinien. Vögel vermehren sich und einige Arten erreichen beeindruckende Dimensionen von mehr als 2 Metern Höhe. Insekten und Blütenpflanzen entwickeln sich gemeinsam weiter. In der Gegend von Frankfurt am Main hinterlässt ein heftiger Vulkanausbruch einen großen, tiefen Krater. Dieser Krater wird schnell von einem See eingenommen und beherbergt eine Fülle von Tieren und Pflanzen, die an der Oberfläche leben. Unter den 1000 verschiedenen Pflanzen und Tierarten ragt ein kleines Säugetier als ältester gemeinsamer Vorfahre der Abstammungslinie hervor, die zu den Menschen, Affen und Lemuren führt. Darwinius Masilae, besser bekannt als Ida, ist morphologisch den heutigen Lemuren sehr ähnlich. Er misst 1 Meter in der Länge und wiegt zwischen 650 und 900 Gramm. Er ist Pflanzenfresser und ernährt sich von Samen, Blättern und Früchten. Er hat eine Besonderheit. Sein Daumen, der den anderen Fingern gegenüberliegt, ermöglicht es ihm zu greifen, was ihn näher an die Primaten bringt. Er hat auch keine Krallen an den Fingern, die normalerweise von Lemuren benutzt werden. Und er hat eine Knochenstruktur an den Füßen, den Talus, der dem der Affen ähnelt. Er befindet sich vor der Trennung der beiden Abstammungslinien, die auf der einen Seite zu den Affen und auf der anderen Seite zu den Lemuren führen. Das Leben, das in diesem Kratersee verbleibt, wird plötzlich ausgelöscht. Wahrscheinlich durch das Aufsteigen von Kohlendioxid vom Boden des Sees. Die Tiere sterben einen schnellen Tod. Nach der Warmzeit führen die Ozeanzirkulation und die Plattentektonik zu einer Abkühlung der Erde. Eine Vorläuferströmung des Golfstroms schwächt sich ab und das Meereis lagert sich allmählich um und über der Antarktis ab. Es sammelt sich bis zu dem Punkt an, an dem sich Gebirgsgletscher bilden. Es entsteht eine Strömung, die die Antarktis thermisch isoliert, der antarktische Zirkumpolarstrom. Er ist die stärkste Strömung der Erde. Diese Strömung verbindet die Ozeane der südlichen Hemisphäre und spielt eine wichtige Rolle bei der Zirkulation von Wasser mit unterschiedlichem Salzgehalt und unterschiedlicher Temperatur. Er ist kalt, enthält gelöste Gase und ist eines der wichtigsten CO2-Reservoirs. Die vollständige Öffnung der Antarktis schneidet die Affenpopulationen der neuen Welt, Amerikas und der alten Welt mit Afrika, Asien und Europa dauerhaft ab. Einigen Primaten, die auf afrikanischem Boden verblieben, gelang es, den amerikanischen Kontinent zu erreichen. Überqueren sie den Atlantischen Ozean auf schwimmenden Naturflößen oder reisten sie durch Ketten von entstandenen Vulkanen? Die Methode ist noch unklar, aber sie ließen sich in den Wäldern der neuen Welt nieder. Aus ihnen werden später Tamarine, Seidenaffen oder andere Brüllaffen hervorgehen,
die sich durch ihren Schwanz auszeichnen, der sich um die Äste windet. Die Platyrrhine verdanken ihren Namen der Form ihrer Nase, die abgeflacht und mit einer dicken Scheidewand und großen, nach außen gerichteten Nasenlöchern versehen ist. Die Katharinen, auch Altweltaffen genannt, kamen aus Asien auf den afrikanischen Kontinent. Ihren Namen verdanken sie ihren seitlich angeordneten Nasenlöchern. Afrika erschien ihnen als idealer Lebensraum und sie brachten zwei verschiedene Gruppen hervor. Die Cercopithecinen, die mit einem Schwanz ausgestattet sind, der als Gleichgewicht dient, und die Hominoiden, die keinen Schwanz haben. Letztere kennen eine konsequente Entwicklung, die sich fast ausschließlich auf Ostafrika konzentriert. Vor 20 Millionen Jahren tauchten die ersten Prokonsulen auf. Diese Vierbeiner nutzten ihre vier gleich langen Gliedmaßen, um auf Bäume zu klettern. Sie werden sich diversifizieren und Arten in allen Größen hervorbringen. Zu dieser Zeit entsteht die Gruppe der Hominiden, zu der die heutigen Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und der Mensch gehören. Vor 18 Millionen Jahren kollidierten der afrikanische Kontinent und Asien. Dieser Zusammenstoß wird sich auf die Entwicklung der Menschheitsgeschichte auswirken, denn 2 Millionen Jahre später sind die Meere niedriger und die Menschenaffen können nach Eurasien vordringen. West- und Mitteleuropa waren damals mit üppigen Wäldern bedeckt, ein Umfeld, das die Entwicklung der Altweltaffen begünstigte, aus denen der Gibbon hervorging. Die Art der Fortbewegung durch Hängen an Bäumen ist weit verbreitet. Ihre Arme sind länger als ihre Beine und ihre Hände sind größer und haben gebogene Zehenspitzen. Wenn diese Affen sich aufrichten, werden auch ihr Becken und ihre Wirbelsäule steifer. Vor 7 Millionen Jahren trennte sich die Hominin-Linie von den Menschenaffen. Tumai, was Hoffnung des Lebens bedeutet, ist der älteste bekannte Vertreter der Homininen. Die Region des Tschad, in der Tumai gefunden wurde, verfügte zu dieser Zeit über ein großzügiges Klima. Inmitten von Savannen, in denen es vor Leben wimmelte, und Wäldern, die von Seen gesäumt waren, entwickelte sich Tumai, ein kleines Wesen von etwa 1,20 Meter Größe und etwa 30 Kilo Gewicht. Neben ihm leben andere Arten wie Krokodile, Elefanten, kleine Nagetiere, Fische und Wildschweine. Ihnen gegenüber stehen Raubtiere und Aasfresser, darunter Arten, die Hyänen und Katzen ähneln. Tumai und seine Mitgeschöpfe hatten kein leichtes Leben. Trotz ihrer wahrscheinlichen Zweibeinigkeit sind sie nicht an das Laufen angepasst. Obwohl sie auch laufen können, indem sie sich auf ihre Phalangen stützen. Im Gegensatz zu Schimpansen haben sie keine großen Eckzähne, um sich zu verteidigen, und verlassen sich daher auf ihren Geruchs-, Hör- und Sehsinn, um sich zu schützen. Auch ihr Gruppengeist ist ein Vorteil. Sie sind sicherlich Vegetarier und ernähren sich hauptsächlich von Früchten. Der Tumai hat primitive Merkmale und eine Schädelkapazität, die der des Schimpansen entspricht, was ihn jedoch nicht daran hindert, eine beträchtliche Intelligenz und eine gewisse Sozialstruktur zu besitzen. Tumai ist eine einzigartige Mischung aus morphologischen Merkmalen, die sich von denen der Schimpansen und der Vorfahren des Menschen unterscheiden. Vor 6 Millionen Jahren durchstreifte Ororin das Gebiet des heutigen Kenia. Er weist sowohl affenartige als auch menschliche Merkmale auf, wobei die Merkmale seines Oberarm- und Oberschenkelknochens ihn dem modernen Menschen näher bringen als dem Australopithecus. Er ist eindeutig zweibeinig und baumlebend, wie seine gebogenen Phalangen zeigen. Er ernährt sich von Früchten und ist die Beute von furchterregenden Raubtieren wie großen Fleischfressern.
Er lebt in trockenen, immergrünen Wäldern, die mit Feuchtgebieten durchsetzt sind. Er ist etwas größer und schwerer als sein Vorfahre Tomai und wird bis zu 1,40 Meter groß und wiegt fast 50 Kilogramm. Kurz nach Tomai und Ororin leben die Ardipithecinen kurz vor der Ankunft der Australopithecinen. Zu dieser Zeit war das Feuer noch nicht beherrscht und die Lebensbedingungen waren hart. Werkzeuge waren noch nicht perfektioniert worden. Auch für diese Gattung wird der Zweibeinerturm angeführt. Diese drei Arten, die vor 7 bis 4 Millionen Jahren lebten, stehen am Anfang unseres Stammbaums. Sie sind gewissermaßen ein Mittelding zwischen den Vorfahren der Primaten und den Australopithecinen. Die Gattung Australopithecus ist vor allem im zentralen, östlichen und südlichen Afrika in Savannengebieten in der Nähe von Flüssen und Seen zu finden. Erst vor 2,5 Millionen Jahren wanderten sie nach Asien und noch später nach Europa ein. Die ältesten Australopithecinen werden als grazil eingestuft. Sie sind kleinwüchsig und haben ein kleineres Gehirn als die nachfolgenden Tiere. Ihre Kiefer sind feiner als die der Paranthropen, der jüngsten Vertreter, und ermöglichen ihnen eine omnivore Ernährung. Bereits vor 2,5 Millionen Jahren traten die jüngsten Australopithecinen auf, die als robust beschrieben werden. Ihre massiven Kiefer und großen Zähne ermöglichen es ihnen, sich von Zehrnahrung wie Wurzeln und Knollen zu ernähren. Trotz ihrer geringen Größe von etwa 1 Meter und eines Gehirns, das nicht größer ist als das eines Affen, beherrschen sie dauerhaft die Fortbewegung auf zwei Beinen und einige von ihnen klettern in den von ihnen bewohnten Waldgebieten auch mühelos auf Bäume. Nachts sind sie in der Lage, sich einen Schutz aus Blättern zu bauen. Sie ernähren sich von Früchten, Blättern, Insekten und manchmal auch von Fleisch. Die Australopithecinen, deren Name »Großer Affe des Südens« bedeutet, herrschten 2 Millionen Jahre lang. Die tierische und pflanzliche Umwelt blieb in dieser Zeit besonders stabil. Sie verfügen über einen großen Wildbestand an Pflanzenfressern, Elefanten, Giraffen, Wildschweinen und kleinen Nagetieren. Ihre Aktivitäten sind auf das Jagen und Sammeln ausgerichtet. Allerdings sind sie aufgrund ihrer schlechten Ausrüstung bei der Jagd eingeschränkt. Die Gruppe der Australopithecinen wurde durch die Entdeckung von Luzi im Jahr 1974 berühmt, die damals das älteste entdeckte Hominin-Fossil war. In der Nähe des Awash-Flusses in Hadar, Äthiopien, wurden bei Ausgrabungen mehrere hundert Knochenfragmente der unteren Gliedmaßen und Kiefer gefunden, die zu einem einzigen Individuum gehören. Es ist das erste Mal, dass ein so großer Anteil an Knochen von ein und demselben Individuum gefunden wird. 52 der 206 Knochen, aus denen das Skelett eines Australopithecinen besteht. Die Untersuchung ihres Beckens bestätigte, dass sie tatsächlich eine Frau war. Luzi weist viele affenartige Merkmale auf: ihren ausladenden Brustkorb, einen großen Magen und folglich eine vegetarische Ernährung. Luzi ist etwa 1,10 Meter groß und wiegt etwa 25 Kilogramm. Ihre Gelenke, Schultern, langen Arme und kurzen Beine zeugen von einem Leben als Baumbewohner, parallel zu ihrem Zweibeinertum. Diese Entdeckung verändert die Vorstellungen über die Ursprünge der menschlichen Abstammung völlig. Aber es wird noch einige Zeit dauern, bis wir bei modernen Menschen ankommen. Vor 2,5 Millionen Jahren lebten in den beiden Amerikas sehr unterschiedliche Tierarten. Das mittelamerikanische Meer trennt die beiden Kontinente Nord- und Südamerika.
Die Gewässer des Pazifischen und des Atlantischen Ozeans vermischen sich. Am Grund der Ozeane wird ein Druck ausgeübt, der die Pazifische Platte unter die Karibische Platte drückt. Durch den Druck und die Hitze, die bei der Kollision entstehen, bilden sich unter dem Meer Vulkane, die in Form von kleinen Inseln sichtbar werden. Die Bewegungen der beiden Platten bewirken, dass sich der Meeresboden über den Meeresspiegel erhebt. Im Laufe der Zeit werden die Freiräume zwischen den neu entstandenen Inseln mit Sedimenten aufgefüllt, bis sich eine vollständig geschlossene Landenge zwischen Südamerika und Nordamerika bildet. Dies ist die Landenge von Panama. Die Schaffung einer Brücke zwischen den beiden zuvor getrennten Ländern förderte eine Wanderung von Pflanzen und Tieren, die als großer interamerikanischer Austausch bezeichnet wird. Organismen aus Südamerika erreichten den Norden, wie Stachelschweine, Opossums, Ameisenbären, Gürteltiere und Schuppentiere. Umgekehrt ließen sich Pferde, Hirsche, Elefanten und Waschbären aus dem Norden in Südamerika nieder. 1 Million Jahre lang blieb dieser Transfer im Austausch gleich. Dann lebten die Säugetiere des Nordens weiterhin im Süden und siedelten sich dort an, während die Säugetiere des Südens im Norden ausstarben oder in geringerer Zahl vorkamen. Vor 2,4 Millionen Jahren tauchen neue Hominiden auf, die sich in ihrer Morphologie deutlich von den zur gleichen Zeit lebenden Australopithecinen unterscheiden. Sie bilden eine neue Gattung, die Gattung Homo, zu der unsere Art Homo sapiens gehört. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis diese Gattung erscheint. Die Gattung Homo zeichnet sich durch 3 Hauptkriterien aus: eine ausschließliche und dauerhafte Zweibeinigkeit, eine größere Schädelkapazität, die mit einem abgeflachten Gesicht einhergeht, und die Ausübung kultureller Tätigkeiten wie künstlerisches Schaffen oder die Nutzung des Feuers. Der Homo habilis ist der erste Vertreter der Gattung Homo, der auftritt. Er ist zwischen 1,30 Meter und 1,50 Meter groß und wiegt zwischen 30 und 40 Kilogramm. Er ist ein wenig robuster als die Australopithecinen. Körperlich sind seine Zähne kleiner. Er hat verlängerte Arme, robuste Beine und gebogene Phalangen. Seine Hand ist nicht von der Fortbewegung befreit und er behält die Fähigkeit, sich in Bäumen fortzubewegen. Mit dem Homo habilis intensivierte sich die Herstellung von Werkzeugen erheblich, daher sein Name geschickter Mensch. Seine Ernährung wird fleischreicher und er wurde zum Allesfresser. Als perfekter Aasfresser benutzte er seine Werkzeuge, um das Fleisch zu zerschneiden und die Knochen der Körper großer Säugetiere zu brechen, um das Mark zu gewinnen. Als der Homo ergaster vor 1,9 Millionen Jahren in Afrika auftauchte, vollzog er einen entscheidenden Schritt in der Geschichte der menschlichen Abstammung. Er verließ die Äste der Bäume und entwickelte sich hauptsächlich auf dem Boden. Diese neue Art der Fortbewegung veränderte seine Lebensweise erheblich. Er machte sich das Feuer zu eigen und schnitzte komplexe Werkzeuge wie Faustkeile. Der Homo ergaster ist ein hervorragender Wanderer und kann sogar über weite Strecken laufen. Mit einer Größe von 1,55 Meter bis 1,70 Meter und einem Durchschnittsgewicht von 60 Kilo sieht er eher wie der moderne Mensch aus. Er macht zum ersten Mal Ausgänge aus Afrika mit dem Ziel, Fleisch zu finden, das er braucht, um sein Gehirn und seinen Körper im Wachstum zu ernähren. Der Homo erectus ist der erste Hominin mit einem Gehirnvolumen von mehr als 1000 Kubikzentimetern und nähert sich damit dem des Menschen an, der durchschnittlich 1350 Kubikzentimeter hat. Dies deutet auf ein starkes Bedürfnis nach Fleisch hin. Seine Zähne, die kleiner sind als die anderen Homininenarten, sind ebenfalls an diese neue Ernährungsweise angepasst.
Er ist zwischen 1,50 Meter und 1,65 Meter groß und wiegt im Durchschnitt 50 Kilogramm. Er war zwar nicht der Erste, der sich aus Afrika herauswagte, aber er war der Erste, der dank seines perfekt beherrschten Zweibeinertums sehr weite Strecken zurücklegte. Er schlug sein Lager bis nach Asien und Europa auf. Der Homo erectus beherrschte das Feuer und stellte in Stein gehauene Werkzeuge wie symmetrische Faustkeile, Äxte und Schaber her. Er schuf eine echte Gesellschaft, die sich um das Feuer versammelte. Die Jäger und Sammler bildeten eine echte Gruppe, in der jeder für den anderen sorgte. In diesem sozialen und familiären Umfeld kümmerte sich der Homo erectus um seine Nachkommen, indem er ihnen die für die Entwicklung ihres Gehirns notwendige Energie zur Verfügung stellt. Der Neandertaler hatte ein massiveres und stämmigeres Aussehen, mit eher kurzen Armen und Beinen und ähnelt morphologisch dem heutigen Menschen. Er ist zwischen 1,50 Meter und 1,70 Meter groß und wiegt zwischen 50 und 70 Kilogramm. Sein Gehirnvolumen kann bis zu 1750 Kubikzentimeter erreichen, mehr als das des Homo sapiens. Er ist gefühlsbegabt, geschickt im Umgang mit Werkzeugen und fähig zum Dialog und zur Schaffung einer Kultur. Er praktizierte Bestattungsriten, was zeigt, dass er den Tod als einen Abschnitt seiner Existenz begriff. Nach seinem Erscheinen in Europa besetzte er ganz Eurasien, von den britischen Inseln über den Nahen Osten bis zu den russischen Ebenen. Er ist in der Lage, sich an sehr unterschiedliche Umgebungen und erhebliche Klimaveränderungen anzupassen. Er koexistierte etwa 10.000 Jahre lang mit dem Homo sapiens, verschwand dann aber. Die menschliche Abstammungslinie unterschied sich vor 2,4 Millionen Jahren von anderen zweibeinigen Hominiden. Der Homo sapiens trat erst spät in die Erdgeschichte ein, aber sein Fußabdruck und sein Erfolg sind bemerkenswert. Vor 200.000 Jahren besiedelte die Spezies, zu der die gesamte Menschheit gehört, als einziger Überlebender der anderen Homo sapiens den Planeten. Er ist zwischen 1,50 Meter und 1,75 Meter groß und wiegt zwischen 50 und 70 Kilogramm. Sein Schädel ist rund, sein Kinn knochig und sein Skelett leicht. Trotz schwieriger Anfänge gelingt es ihm, die Erde zu besiedeln. Er organisiert sich, sammelt sich und lässt sich an festen Orten nieder. Er wird sesshaft. Das Jagen und Sammeln, das bis dahin eine Frage des Überlebens war, weicht dem Ackerbau und der Viehzucht, die für stabile Nahrungsressourcen sorgen. Der Homo sapiens lernt, die bis dahin eher feindliche natürliche Umwelt zu beherrschen. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es ihm, sich über alle Regionen des Planeten auszubreiten, auch über die schwierigsten. Er formt die Landschaften und gewinnt Holz und andere Materialien in Hülle und Fülle für seinen Komfort und seine Bedürfnisse. Sein Erfolg ist so groß, dass seine Population nicht aufhören wird zu wachsen. Genau wie der Neandertaler hat der Homo sapiens seine Toten begraben. In dem Maße, in dem sich die Menschen zusammenschlossen und miteinander interagierten, verbreitete sich die Kultur, insbesondere durch die Entwicklung verschiedener Kunstformen wie Gemälde und Statuen. Wissenschaft und Technik verbreiteten sich und führten zu einer besseren Kenntnis der Natur und zur Entwicklung hochwertiger Werkzeuge. Der Homo sapiens breitet sich aus und verdrängt die anderen Menschenarten, die bei seinem Kontakt aussterben, ohne dass man den Grund dafür genau kennt. Die letzten Neandertaler werden auf der Iberischen Halbinsel vor 28.000 Jahren beobachtet. Der Homo sapiens bleibt die einzige Art der Gattung Homo auf der Erde. Von nun an hat die kulturelle Evolution Vorrang vor der biologischen Evolution. Symbolisches Denken und Kunst explodieren förmlich. Er entwickelt Keramiken, erfindet neue Waffen wie Pfeil und Bogen und Assegai-Triebwerke.
Allen Homininen gemeinsam ist die Zweibeinigkeit. Diese Haltung ist ein großer Vorteil, denn sie ermöglichte die Befreiung der Hände, sodass diese für die Herstellung von Werkzeugen zur Verfügung standen. Aber auch die sitzende Position hat wesentlich dazu beigetragen, Aufgaben mit den Händen auszuführen. Wenn sie frei sind, werden sie kreativ. Die menschliche Hand hat sich angepasst. Der Daumen hat sich im Gegensatz zu den anderen Fingern entwickelt. Seine Handgelenke erzeugen einen festen Griff. Die Finger können sich um einen Gegenstand legen, um sich dessen Form anzupassen. Die Entwicklung der Nervenzentren und des Tastsinns beeinflusst die Entwicklung der Hand und verleiht ihr nützliche Fähigkeiten und Empfindungen. Trotz der physiologischen Evolution der Anpassung an die Umwelt behält das Neugeborene des modernen Menschen bestimmte archaische Reflexe bei, von denen einige ein Leben lang bestehen bleiben, wie zum Beispiel der Atemreflex, das Gähnen, das Niesen, das Wimpernflattern und der Husten. Der hypnotische Ruck ist ein Reflex, der sich als Ruck während des Schlafs äußert, um die Äste einzuholen. Über Jahrtausende hinweg domestiziert der moderne Mensch Pflanzen und Tiere. Er ließ sich im Nahen Osten im fruchtbaren Halbmond nieder, um Ackerbau und Viehzucht zu entwickeln. Er entwickelt eine Produktionswirtschaft, die nicht mehr von Raubtieren bestimmt ist, eine sesshafte und städtische Lebensweise, die Verwendung von Keramik, Metallurgie und das Rad. Und schließlich erfand er die Schrift, mit der er vor mehr als 5000 Jahren in die Geschichte einging. Sein sesshaftes Leben stellt einen radikalen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit und eine Revolution in der Umwelt dar. Die natürliche Umwelt wurde verändert, zunächst in begrenztem Umfang in Dörfern, dann im Maßstab ganzer Regionen. Die Herden vervielfachen sich und ihr übermäßiger Appetit auf die Vegetation ist der Grund für die natürlichen Landschaften. Landwirtschaft und Viehzucht werden mit zunehmender Intensität betrieben. Der Mensch knabbert die Wälder ab, um Holz und Brennholz zu gewinnen. Er entwickelt Umgebungen, die für sein Vieh und seine Feldfrüchte besser geeignet sind. Der natürliche Raum ist nicht mehr wild, sondern künstlich. In den 5000 Jahren seiner Geschichte vervielfacht der Homo sapiens seine Zahl um den Faktor 1000. Ein Bevölkerungswachstum gepaart mit einem unbegrenzten Konsum. Die Erde, die schließlich geologisch so geformt wurde, wie wir sie heute kennen, hat ihm freie Hand gelassen, sich zu entwickeln. Sie durchzog dann die gesamte Oberfläche des Planeten. Aber erst in den letzten beiden Jahrhunderten hat sie ihr Wissen in außergewöhnlicher Weise erweitert. Sein Technologiepark wächst und wird immer komplexer. Sie verbraucht Energie und Rohstoffe auf eine Art und Weise, die auf lange Sicht nicht nachhaltig ist. Die von ihr verursachte Umweltverschmutzung ist so gravierend, dass sie bis zum nächsten Massenaussterben führen könnte, dem sie selbst zum Opfer fallen würde. Tier- und Pflanzenarten sind in der Natur mit der Zerstörung ihrer Ökosysteme durch die Aktivitäten des modernen Menschen konfrontiert. Die globale Erwärmung bedroht das natürliche Gleichgewicht zwischen Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen. Es ist zu spät, um die Uhr zurückzudrehen, aber noch lange nicht zu spät, um zu handeln und eine Verschlimmerung der Situation zu verhindern. Die menschliche Intelligenz und Technologie eröffnen die Türen zu einer möglichen Zukunft. Der Homo sapiens ist jetzt an der Spitze seiner Evolution. Er ist in der Lage, seine Lebensweise zu ändern und die Ressourcen des Planeten auf rationale und maßvolle Weise auszubeuten. Da die Erde noch lange nicht ihr letztes Wort gesprochen hat, wird die Geschichte des Lebens auf ihrer Oberfläche noch viele Evolutionen kennen.